Guten Morgen und Namaste. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein und ich habe Besuch bekommen. Lara ist mit mir hier auf der Matte. Sie ist selber keine Yogalehrerin, aber Schauspielerin. Also spielst du gleich, dass du jetzt Yoga praktizierst? Ja, ich gestehe, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja, das ist schön. Ja. Also, das hilft ja auch, dann ist man sehr wach und kann loslegen. Genau, wir haben uns einfach gedacht, dass wir uns gegenseitig besuchen. Also heute kriege ich Besuch von Lara und demnächst werde ich sie besuchen. Und werden uns nachher nach der Klasse noch einen Moment unterhalten und jetzt wollen wir erstmal gemeinsam flowen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat es schon sehr gefehlt. Ich war letzte Woche zwar auch hier im Studio, aber für eine ganz andere Sendung und mit euch gemeinsam Yoga zu praktizieren ist dann doch irgendwie immer noch mal ein bisschen was anderes. Und ich freue mich sehr und wünsche euch ganz viel Spaß. Das, was immer bei mir gilt, du suchst einfach heute raus, was du brauchst, was dir heute Gutes tut und ich biete dir ganz viel an, ganz viele verschiedene Vorschläge und du überlegst dir von deinem Yoga-Buffet, was möchtest du heute zu dir nehmen und das, was dir nicht taugt, das lass einfach weg. Wenn du an irgendeiner Stelle das Gefühl hast, da könnte ich noch ein bisschen tiefer gehen, da will ich noch ein bisschen mehr spüren, dann geh gerne ein bisschen weiter dort rein oder kannst natürlich auch immer etwas dazu addieren, was dir heute in den Sinn kommt. Fühl dich völlig frei, auf der Matte zu fließen und komm nun in einen bequemen und angenehmen Sitz, sodass du aufrecht und gerade sitzen kannst. Schließ hier für einen Moment deine Augen. Ich schließe meine Augen auch. Das heißt, wenn du mich nicht mehr sehen kannst, dann hast du bereits die allererste Aufgabe erfüllt. Beruhige deinen Atem, spür einmal in dich hinein, vielleicht ganz ohne zu bewerten, einfach nur mal, wie fühle ich mich heute, hier und jetzt. Dann nimm deine Hände vor dem Herzen zusammen. Öffne einmal deine Fingerspitzen nach außen. Jetzt müsstest du die Augen wahrscheinlich wieder öffnen, um zu sehen, was ich möchte. Sieht ein bisschen aus wie ein Kelch einer Blume. Wir nehmen mal als Symbol die Lotusblüte und pack hier etwas rein, was du gerne loswerden möchtest oder vielleicht auch eine Sache, die du loslassen musst, auch wenn du das gerne auch gar nicht so gerne möchtest, aber die dir vielleicht hilft, wenn du nicht mehr weiter an ihr anhaftest. Und dann mit dem nächsten Einatmen schieb dein Kelch nach oben, ausatmen für die Fingerspitzen zurück zur Matte, einatmen, streck die Arme nach hinten und mach deinen Brustkorb weit, so als würdest du ein geführtes Hohlkreuz im Sitzen machen, ausatmen für deine Hände vor dir zusammen. Und dann tauch hier unten durch, dreh die Hände einmal um vorm Körper, streck die Arme wieder nach oben und ausatmen, Hände zurück zur Matte. Und nochmal, streck dich mit dem Einatmen, deine Arme nach hinten, ausatmen, Rücken rund. Dann einatmen, tauch hier durch und streck die Arme nach oben. Ausatmen, Fingerspitzen wieder in Richtung Matte. Und weil du jetzt weißt, wie es geht, machen wir es nochmal. Brust nach vorne, Hände wieder zusammen, Rücken rund. Einatmen, fädel deine Finger hier durch, streck die Arme nach oben, mach dich lang, mach dich weit. Ausatmen, Hände wieder zurück zur Matte. Direkt weiter in der Bewegung, krabbel mit den Fingerspitzen der linken Hand nach links und lehn dich mit deinem rechten Arm hier rüber. Du kannst den Unterarm in die Matte nehmen oder auf den Fingern bleiben, sodass deine beiden Sitzbeinhöcker geerdet bleiben. Und dann auch hier ohne Stillstand, versuch dich ein bisschen in die Asana zu bewegen. Du kannst dich immer weiter in die Länge ziehen.
Wir machen das heute mal ein bisschen anders, als du es vielleicht gewohnt bist. Wir versuchen uns weniger statisch und mehr beweglich zu halten. Und dann komm über vorne auf die andere Seite gekrabbelt, rechte Hand zum Boden oder den Unterarm, den linken Arm ziehst du über dein Ohr und auch hier so kleine Impulse. Vielleicht fühlt es sich ein bisschen anders an. Beide Seiten können ganz unterschiedlich sein. Versucht es nicht zu bewerten, sondern einfach nur mal wahrzunehmen. Und dann wieder über vorne, noch einmal zur linken Seite. Rechten Arm übers Ohr. Jetzt auch gerne die Hand hier bewegen. Alles, was sich jetzt für dich gut anfühlt. Und dann nochmal über vorne gekrabbelt auf die rechte Seite. Unterarm oder Hand in die Matte. Linken Arm über dein Ohr. Auch hier gerne nochmal die Schulter bewegen. Die Hände, also die Hand. Und dann komm wieder nach vorne in die Mitte und richte dich langsam Wirbel für Wirbel auf. Dann setz die rechte Hand hinter dir, die linke Hand auf dein rechtes Knie und komm hier in einen Twist. Auch hier kannst du immer wieder ein bisschen aus dem Twist lösen und mit der nächsten Atmung wieder dich in den Twist drehen. Das heißt, du bleibst nicht so statisch, also nicht jetzt, noch für zwei. Und ein letzter. Und jetzt halten wir hier für einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Komm wieder nach vorne. Einmal auf die andere Seite. Diesmal die rechte Hand auf dein linkes Knie, die linke Hand hinter dich und hier kannst du auch ein bisschen in der Bewegung bleiben. Du drehst dich auf und wieder zu. Noch für zwei, für drei. Und jetzt halten wir. Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Komm wieder nach vorne. Stell deine Füße auf. Hallo, wir haben Besuch bekommen. Und erheb deine Füße ins Boot. Und damit es auch ein richtiges Boot wird, rudern wir jetzt. Das heißt, wir strecken immer die Beine, wenn wir die Arme zu uns ziehen, Knie wieder zusammen und einmal auf der anderen Seite. Guten Morgen, Chor. Alle wach, alle da. Wenn dir das zu viel ist, kannst du auch immer die Beine einfach gebeugt lassen, dann musst du gar nicht mitstrecken. Und noch einmal rechts und noch einmal links und die Mundwinkel nach oben. Es ist nur Yoga. Dann stell die Füße ab und jetzt, ohne zu viel Schwung zu nehmen, versuch mal direkt nach oben zu kommen zum Stehen. Dann lass die Arme einfach sinken, finde für dich einen stabilen Stand, schließ hier für einen Moment die Augen. Vielleicht fühlt es sich jetzt nach dem Rudern so ein bisschen anders an, vielleicht bist du ein bisschen wacher noch als eben. Und dann mit dem nächsten Einatmen, nimm deine Hände vor dem Herzen zusammen. Ausatmen hier. Öffne noch einmal deinen Kelch, denk an das, was du vielleicht loslassen möchtest oder eventuell loslassen musst. Und dann schieb deinen Kelch nach oben. Ausatmen, Hände finden die Matte. Einatmen, heb den Blick und mach mit rechts einen Schritt zurück. Und dann streck dein vorderes Bein nur für einen kurzen Moment. Guten Morgen, Beinrückseite. Vorderes Knie wieder beugen. Dann steig mit rechts wieder vor. Heb deinen Blick, ausatmen, lass den Kopf sinken, einatmen, heb deinen Blick, mach mit links einen Schritt zurück. Gleiches gilt für die andere Seite. Einmal das rechte Bein strecken, so gut es eben geht. Ausatmen, Knie wieder beugen. Jetzt steigst du mit rechts zurück in den herabschauenden Hund.
praktisch und passend. Jetzt habe ich wieder Platz hier. Einatmen, roll dich vor in die Planke. Halte. Und wieder zurück in den herabschauenden Hund. Noch einmal vor, roll dich in die Planke. Und zurück in den herabschauenden Hund. Noch ein drittes Mal vor, halte. Mach dich stark, mach dich rund zwischen deinen Schulterblättern und roll dich zurück in den herabschauenden Hund. Jetzt hier einmal Knie beugen, du willst deinen Oberkörper auf die Oberschenkel bringen. Und wenn es geht, vielleicht kannst du von hier aus alles so lassen, nur die Fersen wieder zurückbringen in die Matte. Und dann roll dich wieder vor in die Planke, setz Knie, Brustbein, Kinn ab, schlängel dich vor in deine Kobra und komm über die erweiterte Kindhaltung zurück in den herabschauenden Hund. Noch einmal Knie beugen, Oberkörper auf die Oberschenkel, auf deine Zehenspitzen kommen. Dann möglichst Beine wieder strecken und Schritt für Schritt wandern wir an den Anfang der Matte. Lass dir Zeit. Wenn's hier gerne deine gegenüberliegenden Ellbogen greifen oder die Arme einfach hängen lassen und dich dann ganz langsam Wirbel für Wirbel aufrollen, nach oben zum Stehen. Einmal die Schultern nach hinten kreisen und deine Füße entweder zusammennehmen oder Hüftgelenk schmal, so wie sich das für dich am besten anfühlt. Dann nimm deine Hände vor dem Herzen zusammen. Einatmen für die Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, heb den Blick. Mach mit rechts einen Schritt zurück, wie eben linkes Bein einmal strecken. Und wieder beugen. Steig zurück mit links neben rechts in den herabschauenden Hund. Roll dich vor in die Planke und entweder Knie, Brustbein, Kinn oder du legst dich ab komplett auf die Matte. Ziehst dich hier nochmal vor in die Kobra und kommst zurück in den herabschauenden Hund. Beug die Knie wieder tief und press deinen Oberkörper mit deinen Oberschenkeln zusammen. Und jetzt machst du entweder zwei Schritte oder vielleicht schon direkt einen Sprung an den Anfang deiner Matte. Heb den Blick, ausatmen, fließ wieder nach vorn und einatmen für die Arme über die Seite nach oben, ausatmen, Hände zurück zur Matte. Einatmen, heb den Blick. Mach mit links einen Schritt zurück, rechtes Bein strecken, so gut es jetzt geht. Rechtes Knie wieder beugen. Steig mit rechts neben links in den herabschauenden Hund. Wälz dich vor in die Planke. Wieder deine Option, Knie, Brustbein, Kinn, ganz auf die Matte, vielleicht kurz davor in die Kobra oder zieh dich in den herabschauenden Hund. Und dann komm zurück in den herabschauenden Hund. Knie wieder beugen. Zwei Schritte oder ein Sprung an den Anfang deiner Matte. Einatmen, heb den Blick. Ausatmen, lass den Kopf wieder sinken. Einatmen für die Arme, wieder über die Seite nach oben. Ausatmen, Hände für einen Moment fürs Herz. Beruhig deinen Atem wieder. Komm zurück zu deinem Fokus. Für eine zweite Runde einatmen, Arme über die Seite nach oben, ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, heb den Blick, mach mit rechts einen Schritt zurück. Vorderes Bein strecken, Kopf in Richtung Bein. Wieder Knie beugen, links neben rechts herabschauender Hund. Wälz dich vor an die Planke und dein Weg nach unten. Die Rückbeuge deiner Wahl.
Und wir treffen uns im herabschauenden Hund. Knie wieder beugen, Schritt, Schritt oder Sprung an den Anfang deiner Matte. Einatmen, heb den Blick, ausatmen, fließ wieder tief. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, direkt zurück zur Matte. Einatmen, heb den Blick. Ausatmen, links zurück. Einmal das rechte Bein strecken. Knie wieder beugen. Rechts steig neben links in den herabschauenden Hund. Wälz dich vor in die Planke. Knie, Brustbein, Kinn ganz auf die Matte, kurz davor. Heraufschauender Hund oder Kobra. Und zurück in den herabschauenden Hund. Hier wieder Knie beugen, Schritt, Schritt oder Sprung an den Anfang deiner Matte. Heb den Blick, ausatmen, lass den Kopf wieder sinken. Einatmen, führ die Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, beug die Knie tief. Utkatasana, setz dich tief. Und dann fließ langsam mit den Händen zur Matte, streck deine Beine. Einatmen, heb den Blick. Ausatmen, Schritt, Schritt oder Sprung direkt zurück in deine Planke, senk dich ab. Vorhoch, Kobra oder heraufschauender Hund. Und zurück in den herabschauenden Hund. Bleib hier für 3 tiefe Atemzüge oder setz einmal die Knie auf die Matte und komm in deine Child's Pose. Mach das, was du jetzt gerade brauchst, was sich für dich richtig anfühlt. Für einatmen, ausatmen, 1. Einatmen, ausatmen, 2. Einatmen, ausatmen, 3. Und wenn du in der Child's Pose bist, komm gerne wieder zu uns, streck deine Arme weit nach vorne. Stell die Zehen auf und drück dich zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, rechtes Bein nach hinten und oben. Stell den Fuß vor zwischen deine Hände. Setz die hintere Ferse ab in die Matte und richte dich auf hier für Krieger Nummer 1. Du kannst gerne mal mit deinen Händen an deinen Becken fassen, ob die wirklich wie so 2 Scheinwerfer nach vorne zeigen. Wenn du das Gefühl hast, dem ist nicht so, kannst du auch den Fuß einfach ein Stückchen weiter an die Außenseite der Matte bringen. Dann ist das viel einfacher fürs Becken, sich gerade auszurichten. Und dann führ deine Arme nach oben. Einatmen, ausatmen, 1. Einatmen, ausatmen, 2. Einatmen, ausatmen, 3. Öffne dich in Krieger Nummer 2. Genauso wie vorhin, du kannst auch gerne hier ein bisschen in Bewegung bleiben. Das Bein vielleicht leicht beugen und strecken, sodass du dein Krieger 2 findest. Vielleicht ist das ungewohnt für dich, aber probier es einfach mal aus. Einatmen, ausatmen, 1. Einatmen, ausatmen, 2. Einatmen, ausatmen, 3. Dann lehn dich zurück in den Peaceful Warrior. Lass das vordere Knie trotzdem tief gebeugt. Und dann windmühl die Hände zurück zur Matte. Neben deinen rechten Fuß. Steig mit rechts neben links in die Planke. Und senk dich ab. Komm vor in die Kobra oder den heraufschauenden Hund und fließ zurück in den herabschauenden Hund. Nächste Einatmung, linkes Bein nach hinten und oben. Stell den Fuß vor zwischen deine Hände und dreh den rechten Fuß quer, sodass die Ferse hier hinten in der Matte ist. Gleiches gilt wie eben, kannst noch mal schauen, ist mein Becken eher so zur Seite geöffnet oder schließt es wirklich nach vorne? Und dann führ deine Arme nach oben. Ganz gerne auch Richtung Fingerspitzen schauen. Auch hier vielleicht ganz, ganz mini kleine Impulse. Einatmen, ausatmen, 1. Einatmen, ausatmen, 2.
Einatmen, ausatmen, drei. Und dann öffne dich für Krieger Nummer zwei. Auch hier kannst du ein bisschen hineinsinken. Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Lehn dich zurück in den Peaceful Warrior. Lass dein vorderes Knie tief gebeugt. Spür die Länge deiner Flanken. Und dann windmühl die Hände zurück neben den linken Fuß. Steig mit links neben rechts zurück in die Planke und senk dich ab. Vor hoch Kobra oder heraufschauender Hund und finde deinen Weg zurück in den herabschauenden Hund. Nächste Einatmung, rechtes Bein nach hinten und Fuß vor zwischen die Hände. Gleiches Spiel wie eben, hintere Ferse setzt ab und du richtest dich auf in Krieger Nummer 1. Öffne dich für Krieger Nummer 2. Lehn dich zurück in deinen Peaceful Warrior. Komm vor und jetzt kannst du die Hand auf den Boden nehmen oder einen Klotz nutzen. Und dann dreh dich auf zur Seite nach links. Flex da hinten deinen Fuß, als wolltest du einen Stempel in die Rückwand drücken. Genau, mach dich fest, mach dich stark. Atme. Dann beug dein vorderes Knie wieder und steig zurück, vorsichtig, in den Peaceful Warrior. Lehn dich zurück. Windmühle, jetzt die Hände zurück zur Matte. Für alle, die möchten, rechtes Bein gehoben lassen, wenn du dich absenkst. Ein Vinyasa mit rechten Bein angehoben. Und jetzt für die linke Seite, linkes Bein nach hinten und oben. Fuß vor zwischen deine Hände, setz die hintere Ferse quer und richte dich auch hier auf für Krieger Nummer 1. Öffne dich direkt in Krieger Nummer 2. Lehn dich zurück in deinen Peaceful Warrior. Gleiches wie auf der anderen Seite. Schieß nach vorne, vor, in deinen Halbmond und flex da hinten deinen Fuß. Du willst beides gestreckt haben, das Standbein und das Bein, was gehoben ist. Und dann langsam beug dein Knie wieder. Steig mit rechts zurück, lehn dich zurück in den Peaceful Warrior. Bring deine Hände wieder zurück zur Matte. Diesmal linkes Bein gehoben, wenn du magst, und senk dich ab. Vor hoch Kobra oder heraufschauender Hund und zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einmal in deinen Hund hineinspüren. Vielleicht ist dir jetzt warm geworden. Wenn immer du eine Pause brauchst, nimm sie dir. Dem nächsten Einatmen rechtes Bein nach hinten und oben. Stell den Fuß vor zwischen deine Hände. Linke Ferse setzt wieder quer und du richtest dich auf für Krieger Nummer 1. Öffne dich in deinen Krieger Nummer 2. Zieh einmal alle die Schultern hoch und lass sie wieder sinken. Lehn dich zurück in den Peaceful Warrior. Und komm auch hier wieder vor in deinen Halbmond. Schwebe hier für einen Moment. Du kannst genau so bleiben oder einfach mal eine Variation probieren, ob du die untere Hand vielleicht vom Boden lösen kannst. Auch dein hinteres Bein beugen und den Fuß greifen. Was auch immer du gerne machen möchtest. Oder einfach im Halbmond bleiben, dann langsam wieder lösen, steig zurück, komm hier einmal in dein Peaceful Warrior, streck von hier aus dein vorderes Bein und dann, wie an einem seidenen Faden, zieh dich vor für dein Dreieck. Deine Hand kann hier auch gerne auf einem Klotz landen,
an der Innenseite von deinem Bein, ob du deinen Fuß greifst oder die Zehen, ganz wie du magst. Und dann mach dich weit, mach dich auf. Und auch hier kannst du gerne so kleine Impulse versuchen, nach oben, nach unten deinen Körper zu ziehen. Nimm Arm vor und zurück. Und dann beug dein rechtes Knie, lehn dich wieder zurück in den Peaceful Warrior. Nimm die Hände wieder zurück zur Matte, neben deinen rechten Fuß. Streck dein rechtes Bein jetzt nach hinten und oben aus. Und entweder fließt du ganz normal durch deinen Vinyasa oder mit dem gehobenen rechten Bein oder du versuchst einfach mal ein kleines Hüpferchen zu machen, so, und dann dich abzusenken. Ist ein bisschen wie ein Duckdive für alle, die vielleicht surfen. Ich habe das schon früher auf der Yogamatte gemacht und dann erst später am Surfbrett. Ja, aber es ist ein sehr schönes Gefühl, ein kleiner Hüpfer. Ganz ungefährlich, und falls du doch im Handstand landest, freu dich. Den nächsten Einatmen, linkes Bein nach hinten und oben. Stell den Fuß vor zwischen deine Hände. Setz den hinteren Fuß quer und richte dich auf für Krieger Nummer 1. Öffne dich in Krieger Nummer 2. Lehn dich von hier aus zurück in deinen Peaceful Warrior. Und dann, wie eben, komm in deinen Halbmond auf dieser Seite. Flex da hinten deinen Fuß, mach dich weit, mach dich stark. Auch hier wieder Varianten, du kannst versuchen, die Hand zu heben oder einfach dein Bein oben zu beugen und in Richtung von deinem Fußgelenk zu greifen und vielleicht ein bisschen tiefer in die Rückbeuge zu kommen. Oder du bleibst so wie eben. Falls du gegriffen hast, streck dein Bein wieder nach hinten. Löst den Fuß, beug dein vorderes Knie und steig vorsichtig wieder zurück. Lehn dich zurück in deinen Peaceful Warrior. Gleiches wie eben, streck dein vorderes Bein und zieh dich vor, vor, vor. Deine Hand findet entweder dein Bein, den Fuß oder vielleicht auch dein Zeh, wenn du ihn greifen magst. Und auch hier kleine Impulse. Vielleicht merkst du, dass das anstrengend ist, dass du richtig spürst, wie deine Obliques, deine Bauchmuskulatur arbeitet, um dich vor und zurück zu bewegen. Auch wenn die Bewegung nur so klein ist. Und dann beug dein vorderes Knie wieder, lehn dich zurück in den Peaceful Warrior. Windmühe deine Hände zurück zur Matte. Und auch auf dieser Seite wieder die Möglichkeit für einen kurzen Flug. Kannst das linke Bein gerne wieder heben und dich ein bisschen nach vorne schieben, wenn du springst. Sonst kannst du nicht gleichzeitig absinken. Und dir vielleicht vorstellen, du würdest unter einer Welle durchtauchen. Und dann komm zurück in den herabschauenden Hund. Bleib hier für 3 tiefe Atemzüge oder setz die Knie auf die Matte und komm nochmal in eine Child's Pose. Für einatmen, ausatmen, 1. Einatmen, ausatmen, 2. Einatmen, ausatmen, 3. Falls du deine Hände zur Seite genommen hast, neben den Körper, streck sie wieder weit nach vorne. Stell deine Zehen hinten auf und drück dich zurück in den herabschauenden Hund. Im nächsten Einatmen rechtes Bein nach hinten und oben. Führ den Fuß vor zwischen deine Hände. Diesmal High Lunge, das heißt, deine Ferse hinten ist in der Luft. Du streckst dich nach oben, deine Arme nach oben und komm hier in einen Twist. Du schaust in Richtung deiner rechten Hand nach hinten. Dann nimm deine Hände vor dem Herzen zusammen und führ deinen linken Ellbogen an die Außenseite von deinem rechten Knie. Wenn dir das hier zu wackelig ist, kannst du auch immer das hintere Knie in die Matte setzen. Twiste dich hier auf, du kannst auch die linke Hand zum Boden nehmen und den rechten Arm nach oben strecken.
Dann komm wieder zurück zur Mitte. Richte dich auf nochmal in High Lunge. Und dann nimm deine beiden Hände an die Innenseite von deinem rechten Fuß. Wandere mit deinem rechten Fuß ein bisschen in Richtung Außenkante der Matte. Auch hier kannst du dich gerne wieder ein bisschen bewegen in deinem Lizard. Kannst, wenn du magst, das hintere Knie absetzen, um ein bisschen Spannung rauszunehmen. Und sonst lass das Knie gehoben. Du kannst hier bleiben oder auf deine Unterarme kommen, wenn du das noch ein bisschen intensiver haben magst. Alles nur Optionen, kein Muss. Und dann langsam, wenn du auf den Unterarm bist, komm wieder auf deine Hände. Steig mit rechts neben links in die Planke, mach dich fest. Und dann senk dich ab. Vorhoch Cobra oder heraufschauender Hund. Und zurück in den herabschauenden Hund. Linkes Bein nach hinten und oben. Stell den Fuß vor zwischen deine Hände. Diesmal auch hier High Lunge. Deine hintere Ferse ist in der Matte. Richte dich nach oben auf. Und dann öffne dich in deinen Twist nach links. Schau in deine linke Hand, wenn möglich. Und dann nimm deine Hände vor dem Herzen zusammen. Führ deinen rechten Ellbogen an die Außenseite von deinem linken Knie. Wie eben die Option, du kannst das Knie hinten in die Matte nehmen. Du kannst eine Hand zum Boden bringen und die andere nach oben strecken. Wenn du magst, kannst du hier auch in eine Bindung kommen. Musst du aber natürlich nicht. Bleib weit und offen. Und dann nimm deine Hände wieder vom Herzen zusammen. Richte dich langsam wieder auf, streck dich einmal nach oben. Und dann setz die rechte Hand und die linke neben dem linken Fuß auf. Wander ein bisschen in Richtung Außenkante der linken Matte. Bleib hier gerne in der Bewegung. Du kannst das Knie hinten absetzen oder gehoben lassen. Du kannst auf die Unterarme kommen oder nicht. Wir halten sehr, sehr viel in unseren Hüften fest, in unserem Becken. Gib ihm Zeit, da ein bisschen loszulassen, ein bisschen zu lösen. Und dann, falls du auf die Unterarme gekommen bist, komm wieder auf deine Hände. Steig direkt in die Planke mit links neben rechts und senk dich ab. Komm in die Rückbeuge deiner Wahl und wir treffen uns im herabschauenden Hund. Von hier aus fließ nochmal vor in die Planke und wir senken uns alle ab ganz langsam auf den Bauch. Komm von hier aus in eine Kobra. Dem Ausatmen sink wieder in Richtung Matte. Einatmen, Kobra, vielleicht ein Stückchen höher. Ausatmen, sink. Einatmen, streck dich nochmal nach oben, vielleicht noch ein Stückchen höher. Und ausatmen, sink in Richtung Matte. Du kannst jetzt gerne deine Hände als Kissen nehmen oder eine Wange in die Matte nehmen und mal dein Becken ein bisschen von links nach rechts schaukeln. Und dann streck deine Arme nach hinten. Greif alle 10 Finger hinter dir. Streck dich erst in deinem Oberkörper. Zieh alles in die Länge. Wenn du dann noch magst, heb noch deine Beine mit an. Einatmen, ausatmen, 1. Einatmen, ausatmen, 2. Einatmen, ausatmen, 3. Löse langsam wieder. Kannst wieder dein Kissen bauen. Schüttel das Becken aus. Und jetzt beug deine Beine und greif zurück zu deinen Fußgelenken. Dem nächsten Einatmen
Zieh alles nach oben hoch, was geht. Versuch deinen Kopf nicht so sehr an den Nacken zu reißen, sondern eher gerade zu schauen. Und den Zug eher aus deinen Beinen zu nehmen und aus den Armen. Und langsam löse wieder in Richtung Matte. Und gerne nochmal das Becken von links nach rechts bewegen. Und dann roll dich auf deine Lieblingsseite quasi oder über deine Lieblingsseite auf den Rücken. Egal ob über links oder rechts. Dann schau, ob deine Fingerspitzen ungefähr an deine Fersen kommen. Und dann irgendwie von meiner Matte runter. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf ins kleine Rad. Ganz gerne die Finger unter dir verschränken, sodass du dein Becken vielleicht noch ein Stückchen näher in Richtung Decke bringen kannst. Und auch hier kannst du mal schauen, wie es sich anfühlt, mit so kleinen Impulsen zu arbeiten. Du vielleicht merkst, dass die Spannung im unteren Rücken eher weniger wird. Und dann löst deine Fingerspitzen wieder, roll dich Wirbel für Wirbel ab. Lass die Knie zusammenfallen, Füße mattenweit. Und nimm deine Hände an deine Stirn in Gebetshaltung. Komm zurück zu deinem Fokus. An was brauchst du nicht länger anhaften? Wo kannst du vielleicht ein bisschen besser loslassen? Oder vielleicht musst du sogar loslassen. Stell deine Füße wieder auf. Schau nochmal, dass deine Fingerspitzen deine Fersen berühren. Und entweder gehst du nochmal genau so hoch ins kleine Rad. Du kannst auch, wenn du zu Hause einen Klotz hast, dir wunderbar deinen Klotz hier unterstellen. Möchtest du das machen? Ja, finde ich gut. Oder du kommst mit ins große Rad. Finger neben deine Ohren. Deine Fingerspitzen zeigen in Richtung deiner Schultern. Und mit dem nächsten Einatmen drück dich nach oben hoch. Versuch die Beine und Arme wirklich strecken zu wollen. Und dann ganz langsam. Komm wieder zurück auf die Matte. Roll dich Wirbel für Wirbel ab. Lass die Knie nochmal zusammenfallen, Füße mattenweit. Und diesmal nimm deine Hände auf deinen Bauch. Vielleicht guckst du da einmal rein, deine Intuition für dein letztes Rad. Vielleicht möchtest du das jemandem widmen. Oder dir selbst ein bisschen extra Energie für den Tag bereiten. Und dann entscheide dich, ob passives, kleines Rad oder das große nochmal. Dafür stellst du die Füße auf, Fersen, die Hände aufstellen, neben deine Ohren, Fingerspitzen zu den Schultern. Deine Ellbogen nicht so weit nach außen abhauen, dann wird es sehr schwierig, da hochzukommen. Und dann zieh dich nach oben hoch. Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Langsam roll dich wieder ab, Wirbel für Wirbel, zurück auf die Matte. Stell die Füße wieder mattenweit, Knie zusammenfallen lassen und diesmal nimm deine Hände auf dein Herz. Spür einmal nach. Und dann lass deine Knie einfach von links nach rechts wie so Scheibenwischer fallen. Ein, zwei Mal in beide Richtungen. Dann kannst du gerne deine Beine greifen, einmal zu dir ziehen und ein bisschen auf deinem unteren Rücken hin und her schaukeln und dir selbst eine kleine Massage geben.
Dann schauke nochmal vor und zurück, vor und zurück. Das geht bei uns beiden wahrscheinlich relativ schlecht durch den Sender, aber ihr könnt es machen. Und dann kannst du dich noch einmal, kannst auch genauso sitzen bleiben oder nochmal nach vorne drehen. Wir kommen von hier aus einmal in den Helden- bzw. Heldinnen-Sitz. Du kannst entweder die Knie zusammennehmen und dich genau dazwischen setzen. Du kannst dich auch mit einem Klotz, wenn du das Gefühl hast, da ist zu viel Spannung drauf, kannst du dich auch auf einen Klotz setzen. Oder du machst es genau andersherum, dass du die Knie nach außen nimmst. Und dann schließ hier einmal deine Augen, setz deine Hände auf deinen Schoß ab, leg sie einfach ab. Spür einmal nach, spür in deinen Körper hinein, aber vielleicht auch werde zum Beobachter, zur Beobachterin deiner Gedanken. Was geht dir jetzt an einem Mittwochmorgen, Anfang Mai durch den Kopf? Was musst du loslassen? Und wenn du magst, bleib gerne hier so aufrecht sitzen oder du kannst auch noch die Unterarme ablegen und dich nach hinten ablegen. Die Knie trotzdem zusammenlassen. Du kannst so liegen bleiben oder noch die Arme über den Kopf strecken, so wie es sich für dich angenehm anfühlt. Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Und langsam, wenn du dich abgelegt hast, stell deine Unterarme wieder auf und komm nach oben zurück. Um dich hier rauszulösen, setze die Hände nach vorne auf. Kannst über deine Knie abrollen, wenn das bei dir geht. Und dann streck mal ein Bein nach hinten aus und das andere und komm vielleicht von hier aus zurück in den herabschauenden Hund. Mach hier gerne ein paar Schritte auf der Stelle. Und dann roll dich nochmal vor in die Planke und senk dich komplett ab auf deinen Bauch. Komm noch einmal hier in die Kobra und lass den Kopf wieder sinken. Streck deinen Arm aus, egal ob links oder rechts, und roll dich zurück auf deinen Rücken. Du kannst, wenn du einen Klotz hast, den gerne unterlegen auf die flachste Variante und dann einfach deine Beine nach oben strecken. Wenn du eine Wand zu Hause hast, kannst du auch gerne die Beine an der Wand nach oben strecken. Oder du kommst jetzt in einen Schulterstand. Das ist ganz dir überlassen. Wenn du in einen Schulterstand gehen willst, dann führ deine Beine über den Kopf, Füße in Richtung dem Boden hinter dir. Dann greif an deinen unteren Rücken und führ ein Bein nach dem anderen nach oben. Wir bleiben hier für 5 Atemzüge. Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, ausatmen, vier. Einatmen, ausatmen, fünf. Wenn du im Schulterstand bist, löst langsam über den Flug zurück, wieder die Beine hinter den Kopf. Roll dich langsam Wirbel für Wirbel zurück auf deine Matte. Wenn du einen Klotz oder Buch untergesetzt hast, stell die Füße wieder auf, heb einmal dein Becken, nimm den Klotz zur Seite, streck jetzt auch deine Beine lang aus und wenn du magst, komm mit uns in den Fisch. Dafür nimmst du deinen Kopf in den Nacken, kommst auf deine Unterarme und atmest ein und mit dem Ausatmen streckt die Zunge raus. Sieht auch keiner. Einatmen, ausatmen. Noch einmal einatmen und do it like you mean it. Dann löst langsam und komm in deinen Shavasana.
Falls du dir was überziehen magst, dann tu lass deine Füße einfach nach außen fallen. Nimm die Hände neben deinen Körper. Öffne deine Handflächen nach oben. Und beruhige deinen Atem. Jetzt gibt es nichts mehr zu tun, außer hier zu liegen. Spüre deinen Körper auf der Matte ganz leicht, ganz sanft. Spüre alle Punkte, die dich mit dem Boden verbinden, deine Fersen, dein unterer Rücken, deine Pobacken, deine Schulterblätter, deine Schultern, deine Arme, deine Unterarme, deine Hände, dein Hinterkopf. Und jetzt spüre alle Punkte auf der Vorderseite. Nach oben ausgerichtet sind. Fingerspitzen, dein Bauchnabel, deine Knie, deine Schienbeine, deine Oberschenkel, deine Zehen, deine Schlüsselbeine, deine Nase. Dann vertiefe deine Atmung wieder. Beginn langsam deine Füße, deine Zehen, deine Finger zu kreisen. Vielleicht magst du deine Arme nochmal lang über dich strecken, mit einem Seufzer alles gehen lassen. Und dann komm für einen Moment auf deine Lieblingsseite, stell deine Füße auf und leg dich für einen Moment auf die Seite, mit dem Kopf auf dem Arm gestützt bleiben. Nimm dieses Gefühl mit in deinen Tag. Und dann komm ganz langsam nach oben hoch zum Sitzen. Finde hier noch einmal einen bequemen Sitz. Schließ deine Augen, nimm die Hände entweder auf die Knie oder lass sie in deinen Schoß fallen, so wie sich das jetzt ganz natürlich für dich ergibt. Und dann nimm deine Hände vor dem Herzen zusammen. Schenk dir selbst ein Lächeln. Bedank dich bei dir, dass du heute auf diese Matte gefunden hast. Dass du mit dir selbst praktiziert hast und dir die Zeit mit dir geschenkt hast. Verneig dich einmal vor dir selbst. Dann führe deine Hände an deine Stirn für klare Gedanken, an deine Lippen für ehrliche Worte und vor dein Herz für ein tiefes, ein echtes Gefühl. Namaste.
Vielen Dank euch allen, dass du heute mit mir und mit Lara praktiziert hast. Wie geht's dir? Klar. Das ist schön. Ich bin auch sehr, also wieder so aufgeladen. Das ist ein guter Start in den Tag. Und schön, dass du dabei warst. Und es fühlt sich immer ganz anders an, wenn irgendwie jemand im Raum ist, als wenn ich ganz alleine vor mich hin spreche. Ich weiß zwar, dass da einige sind, die zuschauen und die mitmachen, aber es ist irgendwie eine andere Energie, wenn nochmal ein Mensch dabei ist oder auch zwischendurch ein Hund. Es hilft. Ja, sehr, sehr schön, dass du hier warst und ich darf dich ja auch bald besuchen. Oh. Ich kann das nicht. Okay. Das heißt, sonst musst du mir das erzählen und ich sag dann, was ich... Ja, sie freut sich auf mich. Lara hat nämlich eine eigene Sendung, auch hier, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Und die ist immer freitags. Ne? Mhm. Weißt du die Uhrzeit? Dann kann ich das direkt weitergeben. Manchmal um 11, manchmal um 15 Uhr. Ah, okay. Also auf jeden Fall freitags. Freitag. Also watch out. Und ich werde dann neben ihr auf dem Sofa sitzen und dort zu Gast sein. Und ja, wir werden uns ein bisschen über Kreativität austauschen, über all dieses Vielsassersein. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Start in den Tag und freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid, mit mir auf der Matte zu flowen. Schreibt mir gerne. Ich freue mich über jegliches Feedback, wenn ihr irgendwelche Wünsche auch in den Klassen habt. Ich versuche das immer mit einzubauen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Schönen Tag euch.